Willkommen in Albanien zum Skoda Eurotrack 2019. Wir fahren dieses Jahr mit dem Karoq Scout von Tirana runter bis nach Korfu. Und es geht nicht nur über die Straße, sondern wie jedes Jahr auch Offroad. Unsere Route führt uns Richtung Süden zur Stadt Elbasan. Von dort geht es weiter nach Berat und schließlich durch den Nationalpark Hotova-Dangel nach Girokastra. Den Abschluss unserer Tour bildet Sarande, von wo aus wir am Ende unserer Reise per Fähre nach Korfu übersetzen werden. Warum ausgerechnet Albanien? Nun ja, Albanien hat nur rund 3 Millionen Einwohner, von denen rund ein Viertel in der Hauptstadt Tirana lebt. Das wiederum bedeutet, dass der Rest des rund 28.000 Quadratkilometer großen Landes relativ leer ist. Ideale Voraussetzungen also, um mit unserem Skoda die albanischen Berglandschaften, die rund 70% des Landes ausmachen, in Ruhe zu erkunden. Unser Karoq, der hat den größeren der beiden verfügbaren Dieselmotoren an Bord. Das heißt, wir haben hier 190 und nicht 150 PS und maximal 400 Newtonmeter Drehmoment unter der Haube. Und außerdem ist das Ganze gekoppelt mit dem DSG-Getriebe. Und das ist eigentlich die richtige Wahl für unsere Tour. Denn wenn man hier so den Berg raufklettern soll, dann schadet es nicht, wenn man weiß, da ist einfach genug Leistung unter der Haube. Aber ich denke auf der anderen Seite, auch der 150 PS, der wird hier sicherlich problemlos hochfahren. Zwischen den kleineren und größeren Ortschaften, die wir während unserer Fahrt passieren, liegen stets steinige Pisten, für die unser Karoq jedoch nicht nur optisch die richtigen Voraussetzungen mitbringt. Der Karoq Scout ist etwas anders von außen als der normale Karoq und ist somit sofort als solcher zu erkennen. Zum Beispiel an der Front haben wir einen anderen Stoßfänger mit einer Alu-Optik am unteren Bereich. Wir haben außerdem an der Seite an den Schwellern auch wieder diese Alu-Optik und wir haben zum Beispiel Rückspiegel. Die Kappen sind ebenfalls silbern und das gleiche gilt auch für die Dachreling. Wenn wir ans Heck des Fahrzeugs schauen, auch da gibt es einen anderen Stoßfänger, ebenfalls wieder mit einer Art angedeuteten Unterfahrschutz. Und da sind wir auch schon beim Thema. Der Karoq hat nicht nur knapp 17 cm Bodenfreiheit, sondern er hat auch tatsächlich einen Unterfahrschutz, damit er eben gerade in diesem Gelände keinen Schaden nimmt. Aber wenn man sich das Auto so anschaut, finde ich, richtig gut schaut er nur aus, wenn er so dreckig ist wie unserer. Abseits der Städte und vor allem in den Bergen leben die Menschen zum Teil noch wie vor 100 Jahren. Und viele der Pisten, die wir hier befahren, sehen ebenfalls aus, als wären sie vor sehr langer Zeit angelegt worden. Wenn ich mir so einige Steine anschaue, die auf dem Weg liegen oder einige Löcher im Weg betrachte, dann denke ich mir mal, na, kommt der Karoq da durch? Aber bis jetzt kein Problem. Auch die Städte Albaniens bieten viel Sehenswertes für alle, die auf der Suche nach Kultur und Geschichte sind. Es wird jedoch schnell klar, dass das Land sicher noch ein paar Jahre brauchen wird, bevor es die Standards erfüllt, die viele Touristen heute erwarten. Was man auf jeden Fall festhalten muss, trotz all der Schaukelei, ist, dass die Landschaft hier wirklich sehenswert ist. Albanien bezieht über 90% seines Stroms aus Wasserkraft. Und der Stausee Banje mit seiner 80 Meter hohen Staumauer ist nur ein Beispiel für die sinnvolle Nutzung der vielen Flüsse, die die einzigartige Landschaft Albaniens prägen. Ganz interessant ist, dass der Wagen auch hier auf diesen wirklich sehr unebenen Strecken immer noch so einen gewissen Restkomfort bietet. Man kann es hier tatsächlich aushalten. Was für eine Aussicht von hier oben. Wir sind ungefähr 900 Meter höher als normal null. Und das Schöne bei dem Karoq Scout ist, ja, man muss mit ihm nicht Offroad fahren, aber wenn man so einen Ausblick haben will, dann lässt sich das leider nicht vermeiden. Nachdem wir den Ausblick ausreichend genossen haben, geht es für uns weiter. Auf staubigen Strecken fahren wir nun jedoch erst einmal bergab. Was hier beim Runterfahren unheimlich hilft, das ist dieser sogenannte Downhill Assist, also die Bergabfahrhilfe. Denn da brauche ich eigentlich gar nichts machen. Der Wagen reguliert schön die Geschwindigkeit und ich kann ganz entspannt den Berg runterrollen.
die Strecken, die wir hier gerade fahren, die sind sicherlich nicht so ganz alltäglich. Obwohl, für die Leute, die hier in Albanien in den Bergen wohnen, sind sie das sehr wohl. Aber nichtsdestotrotz, ich habe es ja häufig, wenn man über das Thema SUVs spricht, dass Leute sagen, ach komm, die können doch sowieso nicht, was der Hersteller sagt. Das ist doch mehr was für die Straße. Und die Idee hinter dieser Tour ist einfach zu zeigen, was so ein Auto leisten kann, wenn man es denn drauf anlegt. Wenn man stundenlang Offroad fährt und permanent durchgeschaukelt wird, kann es dazu führen, dass man auf dumme Gedanken kommt. Aber wie heißt es so schön? Spaß muss sein. So, Brian ist jetzt neben mir und wir erklären jetzt mal, warum es eine dumme Idee ist, beim Autofahren zu trinken. Also don't drink and drive. Aber ich werde das Ergebnis wahrscheinlich jetzt schon sehen. Wir sind mal sehr gespannt. Also wir fahren jetzt ein bisschen hier durchs Gelände. In den Bechern ist nur Wasser. Aber ich finde es als Erklärung für dieses Gesetz sehr ordentlich. So. Oh. Still works. Okay. Oh, oh. Ja. Ich habe gewonnen. Erste. Haben gewonnen, ja. Lars has put less. Not so much. Less water in his cup than mine. He's cheating. I'm never cheating. No. Always. Brian sagt gerade, ich hätte weniger Wasser in meinem Becher als er. Aber das ist nicht die Wahrheit. Das stimmt überhaupt nicht. Perhaps. It's now sparkling. Das ist jetzt. That got me. Such a bastard. All right. Here we go. So, also jetzt ist es wirklich voll. Jetzt habe ich eigentlich keine Chance mehr. Here we go. Also wundert euch nicht, wenn ich nachher irgendwie moderieren muss und ich habe Flecken auf der Hose. Das ist Brian's Schuld. Nein, stopp. Also wirklich, ich denke, eine gute Erklärung dafür, warum es heißt Don't Drink and Drive. Man sieht, das geht meistens nicht gut. Lange Zeit war Albanien quasi autofrei, denn nur hochrangige Regierungsvertreter durften ein Auto besitzen und fahren. Erst in den 90er Jahren mit dem Ende des kommunistischen Regimes änderte sich das Bild. Leider merkt man noch heute, dass es hier und dort ein wenig an Fahrpraxis fehlt, was das Vorwärtskommen nicht immer einfacher macht. Nicht jeder von uns wohnt in Albanien irgendwo in den Bergen und muss jeden Tag Offroad fahren. Aber auch hier findet man hier und da normale Straßen. Und da kann der Karoq eigentlich zeigen, was er wirklich kann. Denn der Wagen ist super komfortabel, schön leise. Wir haben ein Automatikgetriebe, das sehr gut mit diesem 190 PS Diesel harmoniert. Und auch die Lenkung ist einfach schön präzise, ohne eben nervös zu sein. Und da kann man einfach nur sagen, ja, auch auf Asphalt macht der Karoq richtig Spaß. Skoda sagt, dass der Karoq Scout mit dem 190 PS Diesel 5,4 Liter auf 100 Kilometer verbrauchen soll. Diesen Wert haben wir während unserer Fahrt nicht erreicht. Wenn wir auf der Straße unterwegs waren, lagen wir eher so bei ruhiger Fahrt bei so 6, 6,5 Litern. Aber hier im Offroad-Gelände, also wenn man wirklich die steilen Hänge rauf und runter fährt und langsam über die Felsen kriegt, dann sind es tatsächlich eher 10 Liter. Aber ich denke, das geht völlig in Ordnung. Außerdem ist das auch keine ganz alltägliche Situation. Das Ende unserer Reise nähert sich. Zeit, die Fahrt noch einmal Revue passieren zu lassen, bevor es wieder nach Hause geht. So, unsere Reise nähert sich dem Ende, denn das, was man hinter mir sieht, das ist bereits die Küste von Korfu. Wir haben jetzt in 3 Tagen nur 415 Kilometer gemacht, aber davon waren 300 Offroad. Und während dieser Zeit konnte unser Karoq Scout wirklich zeigen, was in ihm steckt, was er kann. Und das Interessante beim Auto ist, natürlich ist er nicht dafür gemacht, um hartes Gelände zu fahren, denn er fühlt sich zum Beispiel auf der Straße oder auf Schotter deutlich wohler. Und da bietet er viel Fahrspaß, richtig viel Komfort. Und das gilt für die Sitze genauso wie fürs Fahrwerk. Ein tolles Auto zum jeden Tag fahren. Und das Schöne ist, wenn man irgendwann mal irgendwo hinkommt, wo es eben offensichtlich nicht weitergeht, dann kann das Auto mehr, als man im ersten Moment denkt. Und jeder, der das ausprobieren will, sollte sich auf jeden Fall für eine Probefahrt entscheiden. Denn Spaß haben kann man mit dem Auto jeden Tag.